Hallo, und lassen Sie uns direkt mit der nächsten Semantik weitermachen. FIFO, First In, First Out. Das ist relativ einfach. Die Idee ist, von jedem einzelnen Sender aus betrachtet, möchte ich mir die Reihenfolge der Nachrichten anschauen. Von jedem Sender zu jedem einzelnen Partner in dieser Multicast-Gruppe möchte ich sicherstellen, dass die Sequenz dieser Nachrichten in der richtigen Reihenfolge delivered wird. Wie sie bei dem wieder received wird, habe ich überhaupt keinen Einfluss drauf. Das macht das darunterliegende Kommunikationsmedium. Aber das delivered soll funktionieren. Also, wenn ich typischerweise zusätzlich noch reliable Multicast unterstelle, was ich in der Regel hier tun werde, dann sieht FIFO folgendermaßen aus. Ich habe drei Teilnehmer, A, B und C in meiner Gruppe. Und ich zeige Ihnen mal erst ein Beispiel, was nicht FIFO ist. Ich habe eine Nachricht 1 und eine Nachricht 2, die ich hier ausliefere und lossende. 1 wird hier bei B ankommen, 2 wird hier an B ankommen. Und ich zeige Ihnen jetzt hier erstmal nicht separat das Received und Deliver. Aber das wäre ja okay, nicht? Wenn Sie das in dieser Reihenfolge der Anwendung übergeben, erst 1, dann 2, alles gut. Hier haben Sie erst 2, dann 1 ankommen. Wenn Sie das in dieser Reihenfolge als Multicast-Gruppenkommunikationsprotokoll bei Knoten C in dieser Reihenfolge an Ihre darüberliegende Anwendung reichen, das ist nicht okay. Das dürfen Sie nicht tun. Was könnten Sie hier also tun in so einer Situation, damit das gültig wird? Naja, Sie sehen, dass hier Nachricht 2 ankommt. Sie erwarten erstmal Nachricht 1, die erste Nachricht. Hier kommt 2 an. Die gebe ich noch nicht an meine Anwendung. Die werden wir erstmal hier verzögern. Wir werden diese Nachricht 2 erstmal verzögern, in der Hoffnung, dass irgendwann mal hier Nachricht 1 ankommt. Und jetzt können Sie sich wieder überlegen, ob Sie hier direkt proaktiv tätig werden und sagen: Hey, Knoten A, ich habe eine Nachricht 2 von dir bekommen, was ist mit 1? Oder erstmal warten, dass diese Nachricht 1 von alleine eintrifft. Das ist jetzt wieder großer Entwurfsspielraum. Aber das ist die Idee. Wir verzögern diese Nachricht erstmal. Okay? Also, das ist FIFO. Ich betone es nochmal, es ist eine Sicht des einzelnen Senders zu einem einzelnen Empfänger. Es ist eigentlich fast eine Unicast-Perspektive. Es ist keine Nachricht über irgendwelche Reihenfolgen, irgendwelche Ordnungsbeziehungen zwischen Reihenfolgen, die bei zwei unterschiedlichen Knoten losgestartet sind oder Nachrichten, die Reihenfolgebeziehungen, die generell mehr als zwei Knoten einbeziehen. Es ist eine FIFO-Beziehung, ist eine Unicast zwischen jedem möglichen Sender und jedem möglichen Empfänger. Okay, was ist denn mit dieser Idee hier? Das ist ja eigentlich ganz plausibel, ne? Gucken wir uns diese Idee nochmal genauer an. Die hat nämlich tatsächlich einen Namen. Das ist das sogenannte Holdback. Das ist die Idee, dass ich hier, gucken wir es uns gleich im Bild an. Wenn ich mir das Bildchen hier nochmal aufzeichne und ein bisschen genauer und etwas umsortiert aufmale von gerade eben, dann habe ich Knoten A jetzt hier mal in die Mitte gemalt und ich habe für Knoten B und C die beiden wichtigen Teile separat aufgemalt, nämlich das Multicast-Gruppenkommunikationsprotokoll und die eigentliche Anwendung. Und bei C habe ich das gleiche auch gemacht. Ich habe für C das Gruppenkommunikationsprotokoll und die eigentliche Anwendung aufgemalt. Dann passiert doch Folgendes, nicht? 1 macht ein Transmit seiner Nachricht. Bei A habe ich das nicht separat aufgemalt, da spielt es keine Rolle. A macht ein Transmit seiner ersten Nachricht. Das Transmit kommt hier irgendwo an. Und dieses Gruppenkommunikationsprotokoll bei B kann sich das angucken und sagen: Okay, A sendet mir seine erste Nachricht. Ich erwarte die erste Nachricht von ihm. Das ist plausibel. Ich gebe es mal direkt an meine Anwendung. Ich mache hier direkt das Delivery. Und ich merke mir vermutlich auch noch, dass ich 1 bekommen habe und jetzt 2 erwarte, nicht? Das ist schlau. Wenn jetzt hier 2 ankommt, dann gucken Sie sich das wieder an, sehen, aha, 2, ich erwarte 2, wunderbar, können wir direkt das Delivery an die Anwendung oben drüber machen. Bei C sieht das anders aus. Bei C hat die Nachrichtenübertragung im darunterliegenden Medium für die Nachricht 1 ja länger gedauert. Nachricht 2 hat von A nach C die Nachricht 1 von A nach C überholt und trifft hier zuerst ein. Jetzt gucken Sie sich hier wieder genauso in der Gruppenkommunikationsteilfunktion von Knoten C, gucken sich das an und sehen, Nachricht 2 von Knoten A. Ich hätte eigentlich erstmal Nachricht 1 erwartet. Schmeißen wir zweimal nicht weg, legen wir die mal in den Puffer.
Brauchen wir bestimmt irgendwann. Irgendwann kommt ja bestimmt 1. Nachricht 1 kommt hier ein bisschen später an. Sie sehen, aha, Nachricht 1 ist eingetroffen. Wunderbar, die erwarte ich. Dann machen wir doch mal ein Delivery. Ach, und guck mal, wir haben ja noch eine Nachricht im Puffer liegen. Ich habe hier noch eine Nachricht 2 von Knoten A im Puffer liegen. Dann können wir auch die hier genauso direkt ein Delivery machen. Also hier würden Sie 2 Deliveries hintereinander von dem Gruppenkommunikationsprotokoll an die Anwendung oben drüber reichen. Damit wir uns hier nicht falsch verstehen, nicht? Dieser Puffer ist natürlich separat für jeden einzelnen möglichen Sender in Ihrer Gruppe. Nicht? Sie dürfen hier jetzt nicht Nachricht 2 von Knoten A mit Nachricht 3 von Knoten D irgendwie vermurksen. Die halten Sie bitte schön separat. Okay, diese Idee hier, Nachrichten, die Sie zwar irgendwann mal brauchen werden, um sie zu delivern, aber jetzt noch nicht brauchen, weil noch irgendeine Voraussetzung fehlt. Hier fehlt die Voraussetzung, dass Nachricht 1 noch nicht eingetroffen ist. Solche Nachrichten in einen Puffer zu legen, das ist Holdback. Wir halten die mal zurück und das Zurückhalten ist bezüglich des Delivers an die Anwendung. Das machen wir mal noch nicht, das stellen wir mal noch zurück. Okay? Das werden wir dauernd tun. Wir werden eigentlich immer Holdbacks benutzen und zwar so dauernd, dass ich gar nicht drüber rede, dass wir im Zweifelsfall hier in den Puffer legen und dann bei zu geeigneten Zeitpunkten mal wieder in den Puffer gucken, ob da noch was drin ist, was wir aus dem Puffer jetzt ebenfalls delivern können. Okay, sehr schön. So, wie implementieren Sie das? Wie implementieren Sie FIFO? Naja, das ist jetzt wieder relativ simpel. Wenn Sie schon Reliable haben, Sie haben sogar ein Reliable Multicast und nicht nur ein Reliable Multicast. Wenn Sie jetzt schon Reliable Multicast haben, dann ist das relativ banal. Sequenznummern schreiben Sie ja sowieso schon in Ihre Pakete, um die AGS präzise auf ein Paket beziehen zu können. Das war bisher der Zweck. Jetzt machen Sie die Sequenznummern noch, um Reihenfolge richtig hinzubekommen bei Deliver an die Anwendung. Und wenn es halt out of order ist, Holdback nicht ausliefern. Gegebenenfalls, das ist jetzt Ihrer Initiative überlassen, gegebenenfalls Negative Acknowledgement schicken, um mögliche Timeouts zu verkürzen. Okay? Sehr schön. Ich glaube, FIFO ist relativ simpel. Trotzdem lassen Sie uns das Video hier mal beenden. Das nächste Video, in dem wir über Atomic reden, das wird, glaube ich, etwas spannender. Atomic ist interessant zu implementieren unter verschiedenen Varianten und ist auch eine interessante Idee, die dahinter steckt. Von daher erstmal danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Video.